Unsere beiden Kämpfer sind im Ring, jetzt noch die Vorstellung. In der blauen Ecke ist Ayat. Er ist 18 Jahre alt und repräsentiert das Team Beruloy. Er debütiert hier in diesem Kampf. Julian aus der roten Ecke hat bereits einen Kampf, den hat er auch gewonnen. Er repräsentiert das Team Tod Gym. Ich wünsche beiden Kämpfern einen guten und aber auch fairen Kampf. Kommt in die Mitte. Was geht, FCL-Gang? Euer Dave wieder am Start. Und herzlich willkommen zum heutigen Middleweight K1-Bout zwischen Julian und Ayat. Julian etwas größer, etwas älter und auch nur 2 Kilo schwerer. Aber Julian sieht auf jeden Fall echt stabil aus für seine 74 Kilo. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Ja, Julian in den roten Shorts und Ayat in den schwarzen. Ayat ballert hier gleich einen Lowkick rein. Es geht gleich wild zur Sache. Bam, Hook ran ans Kinn. Schön gemacht von Ayat. Jetzt hier, wird hier ordentlich am Cage gedrückt, Hack hinterher. Alter Schwede, was sehen wir in den ersten paar Sekunden? Also ich komme gar nicht hinterher mit dem Kommentieren. Aber jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Aber die zwei hier haben keine Ruhe. Es ist wirklich hier ein Wirbelsturm. Und weiter geht's. Gleich ein Spinning Hook Kick, ausgerutscht von Ayat, liegt am Boden. Passiert, man rutscht mal aus, aber wirklich Ayat ist ein Flying Wolf. Er hat hier Kicks, wirklich einiges im Petto. Aber Ayat bleibt konzentriert. Julian auch, eine 1-2 Low Kick. Er hat richtig Power. Ich glaube, wenn Julian trifft, da ist richtig Schaden. Die Low Kicks, die knallen rein. Ja, mal gucken. Aber Ayat, der meidet auch gut, er duckt sich gut ab. Was war das? Alter Schwede, Roundhouse King ans Kinn. Und Ayat ist kurz zu Boden, wird angezählt, aber er ist fit. Das Ding geht weiter. Also, ey Leute, was wir hier sehen, das kann man nicht vergleichen. Ich bin wirklich hyped, was hier noch passiert. Ja, es wird zu Jürgen gesagt, er soll ruhig bleiben. Aber was soll er, wie soll er hier ruhig bleiben? In diesem Kampf, da kann man nicht ruhig bleiben. Alter, Schwede, Volking hinterher. Und ein gesprungener Backkick. Alter, was war das von Julian? Was für ein Roundhouse-Kick. Direkt ans Kick, das war das K.O. Boah, ich muss mich erstmal sammeln. Wir schauen die Highlights. Also Ayat hat übelst gut gestartet. Hier gleich der Hook ans Kinn. Das hat Julian gleich erstmal durchgeschüttelt. Er hat ihn schön angenockt, hat gleich mit dem gesprungenen Frontkick hinterhergesetzt, an Cage gedrückt, abgeduckt, Haken ran, zack, bam. Hier der Spinning Hookkick, leider ausgerutscht. Aber was waren das für Roundhouse-Kick von Julian? Also der Junge, das sind Germanen Roundhouse-Kicks. Er hat keine Ahnung, was er zum Frühstück kriegt. Spinat mit Eiweiß. Und das ist Power One. Bam! Also dieser Roundhouse-Kick. Das ist der Julian German Psycho Kick des Todes. Kommen wir nun zur Siegerehrung. Gewonnen durch K.O. in der ersten Runde. Aus der roten Ecke, Julian Schuh! Julian, war der Kampf so, wie du es wolltest? Konntest du alles durchziehen, wie du es wolltest? Erzähl mal. Ja, perfekt. Ist alles perfekt gelaufen. Ein paar O in der ersten Runde. Habe ich mir so gewünscht. Ist in Erfüllung gegangen. Ja, freuen wir uns doch. Nochmal einen Riesenapplaus für unseren Sieger. Auch von mir. Sehr, sehr geiler Kampf, Julian. Sehr schön gekämpft. Sehr schöne Kicks. Auch Ayat.
stabile Fäuste, Mann. Und auch vielen, vielen Dank an Stefan Effenberger. Auf jeden Fall, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat mit der Nox Fight Night. Auch an meinen Co-Moderator Ivan. Baba kommentiert, sehr emotional. Abonniert den Kanal, kommentiert, aktiviert die Glocke. Jungs, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, haut rein!